Wie spät ist es jetzt? Mitten in der Nacht, aber die Fete ist noch lange nicht vorbei. Fast alle haben so ihre Erfahrungen mit Kontrollen, Zuführungen und stundenlangen Befragungen und erzählen davon. Hubert aus Zeitz ist nicht so optimistisch wie Sieglinde und berichtet, wie nicht nur er, sondern gleich 40 Leute nicht dort ankamen, wo sie hinwollten. Das war beim Jazz Jamboree, dem internationalen Jazzfestival in Warschau mit vielen großen Stars. Wir sind dahin, wie viele andere alljährlich im Oktober. Auch Matze und Blase waren dabei. Nach langer Fahrt kamen wir endlich in Warschau an, hatten im Büro der polnischen Jazzföderation unsere Eintrittskarten abgeholt und standen schon direkt am Einlass vor dem Veranstaltungsort der Kongresshalle. Plötzlich wurden wir von Polizisten umzingelt. Lange Haare? Parker? Mitkommen! Andere wurden aus Gaststätten herausgeholt oder auf offener Straße gejagt. Nach stundenlangem Warten wurden unsere Daten erfasst, dann folgten Verhöre und die Frage, bei wem man denn übernachten wolle. Wir mussten alle mitgeführten Dinge abgeben. Gruppenweise ging es dann in verschiedene Gefängnisse, in dunkle Zellen, manche ohne Fenster. Am nächsten Tag brachte uns ein Bus zurück in die DDR, aber nur bis Frankfurt-Oder. Ankunft um Mitternacht, die ganze Nacht erneute Verhöre. Morgens wurden uns die Personalausweise abgenommen und durch PM12 ersetzt. Wir mussten dann selbst zusehen, wie wir wieder nach Jena kommen. »Na, so schlimm wird's mit Matze und Blase wohl nicht werden«, meint Marina, die sich Mats endlich herbeiwünscht. Henry hat ihr Interesse schon längst bemerkt und muntert sie auf. »Spätestens morgen sind die beiden da«, sagt er. »Und dann gehen die mit uns zur Köhlerhütte.« Die Harzer Köhlerhütte im Volkspark Friedrichshain, dort soll die Doppelgeburtstagsfeier weitergehen und alle freuen sich schon auf die wahrscheinlich besten Goldbräuler der Hauptstadt, die es dort auch gibt.